Ja, Freunde, heute machen wir mal von allen ein bisschen. Fangen wir mit dem wichtigsten Thema an. Das, was alle interessiert. Deswegen ist es schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Sie sind ein tolles Publikum. Ja, das habe ich mir aus dem Fernsehen abgeschaut. Und ja, ich komme mir billig vor, aber ich bin billig. Ja, nein, wir reden heute darüber und wir verhandeln heute darüber, wann wir TS-Wochenende machen. Und zwar im Dezember. Und zwar gebe ich 3 Wochenenden vor. Ne, und ihr könnt euch jetzt aussuchen. Ist das nicht schön? Das ist doch Demokratie. So, ja, ahnt dann schon, viele Wochenende sind es nicht. Ja, das zum Weihnachten nehme ich garantiert nicht und das später auch nicht. Das heißt, wir haben den 3. und 4., 10. und 11. und ich glaube, 17. und 18. oder irgendwie so. Auf jeden Fall die 3 Wochenenden. Und ihr könnt euch da eins aussuchen, wo wir dann TS-Wochenende machen. Und da wird demokratisch entschieden, per Mehrheit. Ja, es wird nicht entschieden, aus welchem Bundesland ihr kommt. Und da gibt es dann mehr Mandate für. Nein, nochmal für die Amerikaner. Hier wird entschieden, wie viele Leute auf einer Seite stehen und wie viele auf der anderen. Und die Mehrheit gewinnt. Ja, in manchen Ländern ist das nicht ganz so, deswegen sage ich das nochmal. Ja, ganz dünnes Eis, Roland, ja, ich weiß, aber ich mache das gerne. Ja, und dann, wie gesagt, entscheiden wir nächstes Mal oder übernächstes Mal darüber, wann wir das machen. Und wie gesagt, alle, die vom Taktikvideo dabei waren, die haben Vorrang, weil wir nehmen dann zusammen was auf, weil das Taktikvideo ist, ich will jetzt nicht sagen, nichts geworden, aber C4 ist ja jetzt nicht mehr da, wo es vorher lag. Das heißt, wir haben alles für mein Hinterteil gemacht. Es ist alles für mein Hinterteil, deswegen mich ärgert es genauso, aber hey. Ne? Kruzifix noch einmal. Für den Scheiß. Ja, deswegen machen wir so Wahlen und wir wählen dann so. Ne? Wir wählen auch normal. Ne? Beim Bundespräsidenten hat es ja auch geklappt. Da wird einer vorgeschlagen und wenn kein anderen Vorschlag hat, nehmen wir den. Ne? Frank-Walter Steinmeier, nochmal herzlichen Glückwunsch zur Kandidatur und wahrscheinlich auch zur Annahme. Wenn er nicht annehmen will, dann will er nicht. Ne? Dann gehen uns aber die Argumente aus. Ne? Um nochmal ein bisschen Nachrichten zu machen. Ne? Kommen wir gleich nochmal. Zum Sport. Alle Bayern-Fans sitzen gerade so da. Alle Dortmund-Fans sitzen gerade so da. Alle Leipzig-Fans sitzen gerade so da. War ein bisschen übertrieben, aber das stimmt schon. Ja. So ist das. Soll ich noch irgendwas sagen? Übrigens nicht, oder? Um nochmal über meine Mannschaft zu reden und sonst so, was bei mir noch so abläuft. Ich habe übrigens einen neuen Pullover an. Es ist mir so eine halbe Jacke. Ja, die ist neu. Ich zeige das deshalb, weil ein Mädchen meines Herzens hat gesagt, ich sollte was einkaufen gehen. Sie sagt, ich sage, ich soll es für mich tun, aber letztendlich tue ich es für sie. Aber hey, ist ja egal. Ne? Um beim Sport zu bleiben, meine Mannschaft hat auch gespielt. Meine Mannschaft hat unentschieden gespielt. Der FC Hansa hat gegen Werder Bremen 2 gespielt. Ja, die Werder Bremer haben sich extra einen aus der ersten Mannschaft noch geholt, damit sie noch eine Chance hatten. Der war aber auch nicht gut. Ach, was sage ich, der war super. Also eine schauspielerische Leistung habe ich selten so gut gesehen. Ich weiß nicht, ob er den, der Hansa-Verteidiger, der lief hinter ihn, eigentlich waren es zwei, was die rote Karte so ein bisschen übertrieben darstellt. Aber hey! Was ist egal, er ist wunderbar geflogen. Erinnert mich ein bisschen nach Titanic, wie sie beide so übereinander dann flogen, weil er fiel hin und der andere fiel dann auch hin. Ich meine, er hat ihn nicht berührt, aber es war so ein bisschen. Ja, er hat auch das Weinen dann nachher angefangen. Es war ganz traurig. Er ist da fast. Ja, er war furchtbar schwer verletzt. Der arme Junge. Habe ich schon erwähnt, dass er dunkelhäutig war? Ich will jetzt nicht sagen, dass es das ausschlaggebend ist, aber so haben sie wenigstens einen Punkt gekriegt. Ja, ist okay. Das war so mein Erlebnis des Wochenendes. Ja, ansonsten gibt es nichts Neues. Ich freue mich darauf, dass ihr sagt, wann wir was machen. Für die, die HNG mitmachen wollen. Wir können auch Battlefield von mir aus einer Runde spielen, wenn es unbedingt sein muss. Ja, ansonsten freue ich mich immer, dass Leute hier zuschauen und ich mir irgendwann eine neue Kamera kaufe, weil dann habe ich hier mal ein bisschen Technik. Vielleicht blenden wir dann auch noch irgendwie einen Trailer ein oder so. Weiß ich nicht. Die Mainzelmännchen wären nicht schlecht.
Aber okay, nichtsdestotrotz, das war's wieder für heute und wir sehen uns nächstes Wochenende.